Nein! Wow. Okay. So, jetzt schön in der Mitte chillen, warten, bis die alle, bis der Erste losfliegt. Der Erste fliegt los. So, und die anderen kann man nicht. Schön, dann selbe nochmal. Oh, oh. Fuck. Das war so dumm. Na egal, ich habe wieder ein Leben zurückbekommen. Dass ich hier auch gleich wieder opfern werde, so wie ich mich kenne. Die werden nämlich trotzdem nicht sozialer. Ja, war mir klar. War so, war auch dumm von mir. Ich werde eh sterben, deswegen kann ich jetzt auch mal schön meine Bomben alle raushauen. Vielleicht schaffe ich es ja immerhin noch bis zum Endgegner. Das wäre ja immerhin schon mal ein Erfolg. Ja, perfekt. Mit 2 Leben zum Endboss. Super. Euch geht's nicht mehr gut. Komm, scheiß doch drauf. Ha! Okay, immerhin etwas. Ich habe auch noch ein paar Bomben. Ich habe noch ein paar Bomben, die ich losschicken muss. Und damit sind auch alle meine Bomben weg. Ja. Damit ist eigentlich mein Leben praktisch mehr. Ja, faktisch ist mein Leben jetzt vorbei. Sehr schade. Ja. Ah, immerhin bis zum Boss. Das ist doch schon mal etwas, worauf man aufbauen kann. Ich bin jetzt echt ernsthaft im Überlegen, ob ich nicht einfach beende, weil ich habe ja jetzt schon mehr, als ich überhaupt dachte, dass ich haben wollte. Aber ich habe halt dann demnächst 2-mal Urlaub. Entschuldigung. Also zwei Wochen Urlaub. Ja, speichern wir es halt auch mal. Will ich noch eine Runde? Ach komm, ich spiele jetzt noch ein bisschen. Was soll schon passieren? Außer, dass ich mich noch mehr blamiere. Also, noch mehr blamieren ist ja eigentlich nicht möglich. Von daher ist alles gut. Na, eigentlich wäre es geil, das Leben da hinten noch zu kriegen. Ja, ich fürchte, so werde ich das Leben wohl nicht kriegen, ne? Ja, genau, die falschen beiden, ey. Jetzt ist zwar die Flanke ungedeckt, aber es bringt mir halt leider gar nichts. Jawohl. Verpisst euch alle, in euer Knie. Ja, immerhin. Das Leben ist mittlerweile gut drin, das ist super. Ja, Raum ist in der kleinsten Ecke und das ist auch gut so, weil ohne Raum in der kleinsten Ecke hätte ich ein scheiß Problem. Dass der mich nicht getötet hat, wundert mich sehr. Komm, das... Ja, jetzt hast du dir so gedacht, hä? Was, Grace? Nein. Wieso habe ich Grace? Wieso zum Teufel... Okay, das kann gut sein. Das kann aber auch saumäßig schwer werden damit. Wieso zum Teufel habe ich denn Grace? Das ergibt ja überhaupt mal gar keinen Sinn. Was war denn noch gleich die Bedingung, um Grace zu kriegen, verdammt? Mein Ansicht ist das natürlich mal ganz interessant zu schauen, wie das denn gehen könnte, aber Grace gehört jetzt nicht zu meinen... Warum denn Grace? Okay. War Grace dauerhaft bewegen? Nee, was nicht. Hä? Okay, keine Ahnung. Muss man mal gucken. Das ergibt mir auf jeden Fall... Ja, dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich so sagen kann. Ah! Neue Möglichkeiten bringen halt überhaupt nichts, wenn sie im Endeffekt nichts bringen.
Alter, die Feuergeschwindigkeit von dem Teil geht mir auf den Sack, ja. Ja, das war so dumm. Ach, du schießt dann gar nicht mehr in andere Richtung. Das ist also der Grund. Ich habe mich schon gewundert, warum ich den nicht tot gekriegt habe. Dachte, das sind zusätzliche Schüsse, die da gehauen werden. Aber okay. Das war mir jetzt neu. Ich meine, hier ist das natürlich praktisch. Bei den Gegnern, die halt einfach schießen wie Sau, ne? Wie zum Beispiel dem da oder den da. Alter, Grace ist ein Nachteil. Grace ist ein scheiß Nachteil. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Grace ein Nachteil ist, aber Grace ist echt ein scheiß Nachteil bei dem Gegner. Zumindest solange man hier noch die Limitierung hat. Wie viele... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich bin doch schon... Komm! Da okay. Ja, das war klar. Das war klar, dass er so lange wartet, bis ich tot bin. Na endlich. Das Schöne ist, jetzt habe ich gar keine Sorge mehr, dass ich, jetzt brauche ich keine Munition, jetzt brauche ich keine Sorge mehr haben, dass Grace mir die Munition weghaut, ne? Ich muss echt mal gucken, was ich in dem One jetzt, was in dem One anders war, als in allen anderen, da ich hier jetzt Grace bekommen habe. Weil wirklich sinnig erscheint mir das bisher noch nicht, wie das jetzt vergeben wird. Grace war immer das, wo ich mich gefragt habe, wo das herkam. Okay. Seien wir zuversichtlich, es könnte funktionieren. Und wenn nicht, ich muss eh noch viel Material zusammenspielen. Könnte übrigens auch sein, dass die für die nächsten Folgen ein bisschen kürzer werden, aus eben dem Grund. Oh, jetzt, Achtung! Oh nein! Oh, die habe ich nicht gesehen. So wie vieles, was du hier in den ganzen Explosionen einfach nicht sehen kannst. Aber jetzt muss ich auch keine Angst mehr vor denen haben. Vor denen dann schon eher. Wow. Das war dumm. Ah, ich bin doch noch nach unten. Boah, ey, Orbit hatte halt zumindest den Vorteil, dass du Gegner an der Seite kaputt machen konntest. Nein! Nein, doch bitte alles nur da, Alter! Das ist so gemein. Gegen den brauche ich eh nicht anzugreifen. Das war dumm. Nutzen wir halt mal Grace. Muss ja irgendeinen Sinn haben, dieses Grace, ne? Das war so klar. Scheiße. Nein! Ah, ich wollte vor und Bombe aufladen.
Damit du verrecken gehst und damit auch du ordentlich verrecken gehst. Komm, 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 weg mit dir. Weg mit euch, damit ihr seid die Bösesten von dem. Nein, ich bin doch... Oh! Das zähle ich, als ich bin zurückgeflogen. Ja, natürlich, ich bin ja auch nur zurückgeflogen. Beweg dich, du Scheißschiff, Mann. Gib her, gib die Scheiße. Ja, ja, reicht nicht für eine Evolution. Das kannst du deiner Oma erzählen. Hallo, Bombe! Bei Bombe ist man immun. Deswegen heißt der Scheiß auch Bombe. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Mach mal das so, hol deine Scheißfreunde, ey. Und jetzt gib mir die Scheiß-Evolution. Ja, reicht immer noch nicht. Klar, erzähl das doch mal deiner Oma. Deine Oma sagt, ha, du sollst nicht lügen, kleiner lieber Kerl. Ich sehe das ja mal sowas von gar nicht ein. Gib endlich die Evolution. Ach, hat doch noch geklappt. Ganz gerade so. Bist du dir auch wirklich sicher, dass es noch für die Evolution gereicht hat? Nicht, dass es nicht für die Evolution gereicht hat. Das wäre ja schade. Ja, war mir so klar. War mir so klar. Also merke, mit Grace brauchst du hier nicht spielen. Das geht einfach nicht. Oder mit Grace brauche ich hier nicht spielen. Ja. So, jetzt kriegt ihr noch ein bisschen Epilepsie-Gewitter. Dann geht das auch super. Ich fühle mich so verarscht. Na egal. Eine Stunde ist geschafft. Dann mache ich 4 Folgen draus. Was mache ich jetzt? Komm, ich will Overclock. Jawohl. Sollte ich es also jetzt tatsächlich schaffen, bis zum Endboss, was absolut nicht möglich ist. Aber okay. Hey, mit etwas Glück kann ich... Oh, nein, nein, nein. Ich sollte erst daran denken, wenn ich da bin. Aber mit etwas Glück komme ich jetzt zumindest den Tunnel gut runter. Fuck, 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 fuck. Was ist meins und was ist nicht meins? Das war nicht meins. Wow, fuck. Ich sollte nicht mehr so das Kant spielen, habe ich so den Eindruck. Ja, war mir klar. War mir irgendwie klar. Okay. Ach, Leute, ey. Das wird noch richtig hart. Auf dem Level, wenn ich das geschafft habe, dann kann man mich eh in die Ehrenanstalt einliefern. Ich habe den 7. Platz. Willst du mich eigentlich verarschen, ey? Meine Fresse, Alter. Am liebsten würde ich jetzt einfach noch nachkommentieren, ne? Ah, das ist halt einfach nicht okay. Komm, sag mir erstmal, wo kommst du her? Grüne DNA habe ich nicht bekommen. Spiele mit unverschwendeter Bewegung. Das heißt... Moment, dann war das ja doch das, dass man sich dauerhaft bewegen muss. Ja, okay. Wisst ihr was, ich habe einfach noch ein bisschen Bock, ja. Sollen wir das mal üben? Das wäre eigentlich gar nicht schlecht, ne? Boah, ey, komm, wir machen jetzt mal eine Übungsrunde, da habe ich mal Bock drauf. Weil, ja, wir machen einfach unendlich einen Schiffsdock, Itemrate ist natürlich normal, freie Bewegung ist auch, oh, Invincible sind wir auch nicht, okay. Machen wir halt einfach mal. Jetzt können wir unendlich oft sterben. Hä? Scheiße. Ich habe die Spezialwaffen vergessen. Ach, fuck. Ja.